Grüß Gott und herzlich willkommen hier im Dom in Speyer. Schoschens, eine wildromantische Pfalz, möchte euch jetzt entführen in eine ganz andere Gegend. Normalerweise kennt ihr mich ja mit Hut und mit Stock und mit dem Piroschka dabei. Die ist halt nicht dabei, weil wir sind hier im kirchlichen Gebilde und es geht halt nicht, dass man den Hund mitnehmen darf. Und ich möchte euch was erzählen über den, der hinter mir steht, imposant, groß gewachsen, hochintelligent früher gewesen war, ja, viele Sprachen sprach, gebildet in Baukunst, musizierte und war der wohl unglücklichste Kaiser, den wir früher oder den wir je gehabt haben. Heinrich IV., bekannt nicht nur durch den Gang nach Canossa, sondern auch hier im Dom von Speyer. Der Dom ist gebaut worden, die Grundmauern hat gelegt quasi Konrad II. Im Jahr 1030. Der Dom war fertig. 20 Jahre später hat er ihn schon wieder umgebaut. Der Dom hat ein Flachdach gehabt, das hat er runtergenommen und hat die große Kuppeln dreist gemacht. Ja. Er wurde erweitert und er ist somit zu der größten romanischen Kirche der damaligen Zeit überhaupt auf der Welt gebaut worden. Und dieser Heinrich IV. War ein unglücklicher Kaiser, der durch Papst Gregor VII. Durch einen Kirchenbann quasi geächtet worden ist. Und über dieses wollen wir uns kurz unterhalten. Ja. Wir sind hier mitten in der Pfalz, wir sind hier mitten in Speyer, wir sind hier in einer wahnsinnig tollen Stadt. Und dass dieser Gang nach Canossa von hier ausgegangen ist, ist natürlich schon was Besonderes. Darf man aber auch nicht vergessen, von hier ist aber auch, sind auch verschiedene Kreuzzüge ausgegangen. Also nicht nur von hier, sondern hier hat man auch zu den Kreuzzügen aufgerufen im Dom zu Speyer. Ach, das ist hier passiert. Also sehr geschichtsträchtig Speyer und ganz toll Speyer. Schöne Altstadt, gute Kneipe. Ach, das gehört zu Speyer dazu, nicht nur der Dom. Also, jetzt gehen wir mal weiter in den Dom. So, jetzt bin ich im Inneren vom Dom in Speyer, vom Kaiserdom in Speyer. Das ist eine Basilika, päpstliche Basilika sogar und Weltkulturerbe und ein riesengroßes Gebäude. 1030 war die Grundsteinlegung und man hat lang drauf gebaut. Und ich denke auch, man hat ja auch Leute gebraucht von der Umgebung, dass als Fenningen, wo wir daheim sind, mit Sicherheit auch ein paar Leute da waren. Und haben in den Wintermonaten, wo ein Feld erbt war, hier helfen dürfen zu bauen. Groß ist der Dom. Die größte romanische Kirche, die es noch gibt. Und hat 444 Fuß, römische Fußlänge. Das sind 134 Meter ungefähr. Und hat 111 Fuß Breite. Das sind 35 Meter ungefähr. Also schon wahnsinnig und wahnsinnig hoch, sieht man ja, wie imposant was das Ganze ist. Ja. Viel erlebt, wahnsinnig viel erlebt und viel Geschichte, fast 1000 Jahre alt jetzt. Und wir gehen jetzt gerade mal ein Stück weiter in eine ganz besondere Kapelle. Er sieht ziemlich profan aus. Er hat keine große Einrichtung. Es ist vieles kaputt gegangen durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg. Da ist der Dom eisgebrannt, war lange Zeit dann als Halbruine gestanden, später wieder aufgebaut wurde. Dann haben die napoleonische Truppe den Dom wiederum geplündert, alles zerstört dahin. Und also, er war ja Stallgewest für Napoleon. Materiallage und hat man viel Geld wieder aufgebracht durch den König von Bayern, muss man sagen. Die Pfalz war ja bayerisch gewesen und der Kaiser von Österreich, der hat viel Geld dazu gegeben.
Der Familienband ist heute vielleicht auch oft schwierig, es war aber früher schon furchtbar schwierig, denn Heinrich IV. Wurde durch seinen eigenen Sohn gefangen gesetzt, Heinrich V., und eingesperrt. Und er ist 1106 in Lüttich gestorben und sein Leichnam wurde nach Speyer gebracht. Und wir wollten aber nicht gleich in die Krypta legen, sondern wir hatten quasi zwischengelagert in der Afra-Kapelle. Die Afra-Kapelle ist benannt nach der heiligen Afra von Augsburg. Sie wurde als Märtyrer verbrannt. Und 5 Jahre lang hat dann Heinrich IV. Warten müssen, bis er dann letztendlich in die Krypta gelegt worden ist. Manchmal schließt sich der Kreis auch in der Familie. Nicht immer alles ist gerade so gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, genau in der Afra-Kapelle habe ich meine Enkelchen mithelfen dürfen zu taufen. Meine Tochter hat ein Mädel gekriegt und wir haben sie hier im Dom taufen lassen und haben einen Chor dabei gehabt und haben was zu trinken, ein bisschen was zu essen dabei gehabt und haben die Erlaubnis gekriegt, dass wir in der Afra-Kapelle unser neue Enkelchen haben taufen können und das haben wir auch gemacht. Und da bin ich natürlich ganz stolz. Auf der einen Seite Böses und auf der anderen Seite ganz was Gutes. Alles passiert in so einem Dom. Zwischen Gut und Böse ist immer so ein langer Weg zwischendrin und das Leben spielt halt, wie es spielt. So, jetzt gehen wir in die Krypta. Ich bin jetzt hier in die Krypta im Dom zu Speyer und stehe in der größten romanischen Säulenhalle von ganz Europa. 850 Quadratmeter, 41 Säulen sind hier drin, 7 Meter hoch ist das Ganze, 1041 gebaut. Ein Wahnsinnsunterfangen damals, vor 980 Jahren ungefähr, was damals gebaut wurde, ist, um eine Krypta herzustellen. Hier liegen 8 Könige und Kaiser, 40 Bischöfe und Domherren und Königinnen und Kaiserinnen. Also es ist ein Ort, den es, denke ich mir, weltweit einmalig nur hier gibt. Und es ist ein Ort, wenn man jetzt hier mal die Ruhe auf sich wirken lässt. Der ihm schon ergreift, wo man schon ein bisschen über sein Leben nachdenken darf. Auf der einen Seite liegen hier die Tote und auf der anderen Seite ist diese lange Zeit, wo der Dom schon steht. Und wie viele Menschen waren hier unten schon gewesen? Wie viele haben gebetet, wie viele haben um ihre Kinder, um ihre Ältere, um ihre Verwandtschaft, ihre Freunde, ihre Bekannte solche gehabt und haben die solche hier abgeladen. Leben geht immer weiter. Leben endet natürlich auch. Und dort, wo das Leben ganz zu Ende geht, gehen wir jetzt zu den Grablegen. Dort gehen wir jetzt und besuchen die Könige und die Kaiser. Ich stehe jetzt vor Gräber von Kaiser und Könige. Kaiserinnen und Königinnen. Und es ist schon ergreifend, wenn man darunter steht und sieht, die haben die Welt beherrscht, was hier liegt. Und die haben Menschen beherrscht, riesige Gebiete beherrscht. Und alle sind sie gestorben. Und so ist das Leben. Wir sind 2-3 Sekunden da. Und in 2-3 Sekunden müssen wir gucken, dass wir gut sind, dass wir nichts kaputt machen, dass wir alles bewahren. Und Fehlhänden bewahrt und Fehlhänden haben wir auch kaputt gemacht. Und so ist es oft mit Großen der Größen. Und wenn man jetzt sieht, wer hier alles ist, Kaiser Heinrich IV., Kaiser Heinrich III., Kaiser Konrad II., Kaiserin Gisela, Kaiserin Bertha, König Adolf von Nassau, König Albrecht von Österreich, König Rudolf von Habsburg, Kaiserin Beatrix und König Philipp von Schwaben. Und die liegen jetzt zusammen, ob sie gut miteinander waren oder böse miteinander waren, jetzt einfach nebeneinander. Jetzt sind sie gut miteinander. So ein Heinrich IV., der hat ja damals weltlich regiert. Sein Gegenspieler, Papst Gregor VII.,
kirchlich regiert. Sie sind aber nicht zusammengekommen. Es gab sogenannte Investiturstreit. Wer war derjenige, der Bischöfe eingesetzt hat oder auch entlassen hat? Wer hat das alles geregelt? Man hat sich gestritten auch um die Ehelosigkeit von Priestern, also quasi Zölibat. Man hat sich gestritten um verschiedene Gesetze, die Gregor als Papst erlassen hat. Zum Beispiel, ob der Kaiser dem Papst die Füße küssen sollte. Es gab auf jeden Fall Streit und der Heinrich hat den Papst quasi abgesetzt, hat ihn in Bann gelegt und hat gesagt, steige herab, du Hildebrand, also du Mönch. Und der Papst hat genau dann das gemacht, was er nicht gekauft hat. Er hat ihn wiederum in Bann gelegt und hat ihn quasi der Kirchebann auferlegt. Und der Streit ging weiter, ewig lange Geschichte, kurzum. Der Heinrich IV., der wollte Buße tun und hat gedacht, er zieht einfach Richtung Rom und versöhnt sich wieder mit dem Papst. Schwierig war das natürlich, da ja alles damals zu Fuß, zu Pferd gemacht werden musste. Er ging Richtung Rom und der Papst kam quasi von Rom Richtung Augsburg. Er wollte in Augsburg zu einer Synode und hat mitgekriegt, dass Heinrich IV. Auf dem Weg war und dreht dann unterwegs um und geht auf die Burg Canossa. Margarete von Toskana gehörte die Burg und sie war loyal zum Papst und hat ihn quasi dann aufgenommen. Und der Heinrich IV. Mit komplettem Gefolge, mit kompletter Familie, zieht im Winter Richtung Canossa und kommt 1077 am Januar vor Canossas Tore und wollte Einlass erbitten und der Papst hat ihn nicht neu gelöst. Dann hat er Bußhemd angezogen, barfüßig, so steht es mal in der Legende drin, war er 3 Tage vor der Burg gestanden und hat 3 Tage gebeten, Einlass zu kriegen und Gregor hat ihn dann erst den 3. Tag gewährt, dass er zu ihm kommt und da gibt es den berühmten Kniefall vor dem Papst. Und das ist der Gang nach Canossa. Papst und König versöhnen sich und somit hat wer gewonnen? Moral oder Macht, wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall für uns als Pfälzer ist es, dass das von hier aus passiert ist, dass die Weltgeschichte quasi von hier ausgegangen ist, schon was Besonderes. Und ich finde, man soll sich immer in seinem Leben Gedanken machen ums Leben, dass man gut mit seinem Nachbar ist, dass man gut mit seinen Leuten steht und dass man einfach Ruhe und Friede bewahrt. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in der Pfalz. Würde mich sehr freuen. Besuchen den Dom in Speyer, besuchen generell Speyer, besuchen die Pfalz, vielleicht besuchen nach uns in Venningen. Und bis dorthin alles Gute und bleiben gesund. Und ein gutes Leben und ein zufriedenes Leben und ein dankbares Leben. Euer Josh mit seiner wildromantischen Pfalz. Bis zum nächsten Mal. Servus.